Da bist du. Wo dich bist du? Haben. Wo bist du hin? Denn es macht jetzt keinen Sinn. Fort. Ja! Cool! Was cool? Cool. Ach, nix, nix, alles in Ordnung. Alles in bester Ordnung. Ich werde mal eben hier Digimove. Digimove vor allem. Du gehst mal eben hier dahin und sonst was. Wichtig noch. Die beiden kommen später weg. Ich sollte ein paar mehr Digimon auf Lager haben, ne? Du kannst aber weg. Wäre Maßnahme, ja. Ja. Okay. Wieder rein. Schön Zeit verschwendet. Das ist doch mal super geil. Aber ich bin hier doch da, wo ich hingehen soll. Weiß ich nicht, ob das bei dir richtig ist. Eigentlich schon, weil ich hatte den Namen noch so in Erinnerung, dass das das ist, was ich gerade denke, was es sein könnte. Bling. Wir müssen mal weiter Luki Luki machen, Leute. Irgendwo finden wir das schon. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo. Das war der falsche Weg. Ich bin auch gerade nur noch am Luki. Ich habe gestern übrigens die aktuelle Walking Dead Folge angeguckt. Oh, dann sag nix. Kannst mir den Link schicken, ey. Bringt dir ja noch nix. Warum? Weil ich schon in der aktuellen Folge bin und du bist noch, drei Folgen dahinter. Echt? Hast du noch so lange weitergeguckt? Ja, ich habe gestern Nacht nochmal bis Folge 15 habe ich geguckt. Und der Stand für 6, 15 und 16, da bin ich auch am aktuellen Stand, warum? Sag mal eben, was da als letztes jetzt passiert ist bei dir. Da ist der Daryl nochmal auf den alten, komischen Typen da begegnet. Den die eine da mit dem Fall erledigt haben. Da, also mit seiner Armbrust. Oh, ja, das war so traurig. Ich fand das mega übel. Dann hast du das ja schon gesehen mit der City, oder? Ja, ja, das war gut gemacht. Das war geil, oder? Also aber ich hab's mir fast gedacht, dass die irgendwie mit dem Transporter und mit der Rakete da was machen. Das war ein bisschen offensichtlich dann am Ende. Klar, es gibt immer so Sachen, die ein bisschen offensichtlich sind, aber ich fand, das war schon richtig cool. Also insgesamt auch, wie Rick dann rausgegangen ist und angefangen hat, die Leute, die Monster, die Zombies da zu zermetzeln. Einfach aus reiner Wut heraus. Und dann gehen alle hinterher und da haben sie mal gezeigt, ne, dass man auch so die Meute besiegen kann. Wetten, das ist auf... Oh Mann, ich wette drum, dass das jetzt so ist. Oh, da könnte ich gerade schon wieder einen Föhn kriegen. Ich habe eine Vermutung. Ich weiß aber nicht. Ich bin auch gerade nur am gucken, suchen, wo es weitergehen könnte. Weil einen Plan habe ich gerade nicht. Nee, okay. Ich hasse es, wenn du nicht weißt, wo du hin musst. Ey. Ich hasse das. Ja, das ist richtig zum Kotzen. Von denen, die dir gar keinen Anhaltspunkt mehr gibt. Okay, das war hier falsch. Wenn ich jetzt das mache, dann... Oh mein Gott. Ja, wie süß. Ihr seid so niedlich. Der hat überlebt! Oh, ich krieg zu viel. Das gibt's doch nicht. Baby-Digimon überlebt einfach mal so einen Angriff. Unfucking fassbar, würde ich fast sagen. Natürlich! Es ist genau der Bereich gewesen, ne? Jede Etage abgesucht und dann ist es genau... Oh, leck mich doch! Ja, ja, so geht's mir auch. Ey, das ist doch behindert! Geh zum Galacta-Park. Der Galacta-Park ist Kolon 3 und nicht Kolon 1. Ich glaube, ich werde nicht drumherum... Ich werde nicht drumherum kommen. Ah, Mann! Aber man ist ein bisschen einfacher jetzt. Junge, wir nehmen schon wieder 21 Minuten auf, oder 20 Minuten? Ja, 20 Minuten. Zu krass, die Zeit rennt. Bip.
Oh, es ist so offensichtlich eigentlich. Wehe. Wehe, ich bin jetzt falsch. Warum denkst du, dass du falsch bist? Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Ohne Warum? Scheiß, das ist so behindert. Sie sagt Akihabara, ich gehe nach Akihabara, nix. Da gehst du woanders hin oder ist da noch was oder was? Weil wie muss ich das verstehen? Dann kotze ich. Nein, musste ich nicht. Das ist doch so doof. So doof. Kannst du mir irgendwelche Informationen geben? Ich renne hier gerade nur planlos in der Gegend rum. Ich würde am liebsten ja leveln. Leveln würdest du gern mit am liebsten? Ah, jetzt kommt die geilste Stelle im gesamten Spiel, ey. Jetzt kommt die geilste, eine der geilsten Szenen, ey. Müsst mal genau lesen jetzt gleich. Und dann bist du wahrscheinlich bei dem Geisterfoto. Jetzt kommst, jetzt lesen, jetzt müsst ihr lesen, jetzt wird's lustig. Ja, hebe deine Hand. Jo, was jetzt? Jetzt geht's gut, jetzt kommt's. Nur unten lese, das reicht schon bei mir. Ach da, ja natürlich steht der da. Wo, wer, wo, was? Erzähl, erzähl, erzähl. Erzähl. Nix. Nix. Ist okay. Ich suche mich nur dumm und dämlich. Erzähl mal was, was ich noch nicht weiß. Ey, was willst du jetzt? Boah, also eigentlich, schnack nicht so lange, ey. Eigentlich können die einfach mal diese Cases auch für so Zeit, diese zwischendurch- oder Hauptstory-Quests machen. Mach, was du nicht lassen kannst. Nein, ich meine nicht, dass, mir, dass ich jetzt Zeit-Quests machen möchte, sondern dass die mal Dings hier machen. Wenn man die Hauptquest gerade macht, ne? Ja. Dass der Ort, wo du hingehen sollst, auch nochmal bei den Dingern da steht, wo man sonst auch nachgucken kann, weißt du? Okay. Weißt du? Dann mach das doch. Na, es geht ja nicht, weil da nichts steht. Verstehst du mich nicht? Ich fühle mich gemobbt. Ja, ja. So, neuer Hacking-Skill hier. Oh, ich dreh gleich durch, echt. Der dreht gleich durch, okay. Ich laufe in der Gegend rum, finde nicht das Ziel und ich laufe einfach mal hinterher. Das ist eine gute Lösung. Akata oder wie du heißt. Arata. Arata, Akata ist doch alles dasselbe. Er ist angepisst, ey. Ja, das frisst schon wieder so ohne Ende Zeit. Und das geht mir auf den Schnürgesenkel. Auf den Schnürgesenkel, vor allen Dingen. Schnürgesenkel. Hat du toll gemacht. Hast du gut toll, hast du gut gemacht, mein Baby. Töte das wie los. Oh, natürlich nicht. Du bist ein Held vom Erdbeerfeld. Tschüss. Level, 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 level. Okay. Finde ich gut. 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 Mein Gott. Ah, ich weiß ganz genau, in welche Richtung ich jetzt digitieren möchte am liebsten. Liebsten, liebsten, liebsten. Alter, ich bin jetzt im Galacta-Park. Ne? Wenn hier jetzt nicht gleich irgendwie eine Dings kommt, dann... Wenn du tust, sie kommt, ne, dann rastet er aus. Es passiert natürlich nichts. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Möchtest du vielleicht noch mehr Zeit fressen? Ja. Ja, ja, dann mach das doch. Gefällt mir. Mann, das kann ich dich nicht ansprechen, du Kackvogel. Mann! Du Kackvogel. Welcher Vogel ist denn das? Arata. Mein Gott, was war denn da nochmal mit Arata? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Hier ist nix. Hier ist nix! Ich bin in Galaktik, schieß mich tot, Park! Was willst du eigentlich von mir? Vielleicht will er dich heiraten. Nur du weißt aber noch nicht. Boah, ich glaub auch. Ich könnte dir sagen, wo ich bin, dann kriegst du einen Schock, ey.
Oh, man kriegt den Schock, echt. Wenn er das sehen würde, kriegt den Schock, ey. Warum? Nee, ich sag's nicht. Mach doch. Nein. Warum denn nicht? Oh, scheiße. Stell die so an. Ob bitte jetzt kein Bossfight, ey. Ja, ich glaube, der kommt viel, viel später, oder? Ich glaube, ja. Ich könnte schon digitieren, aber ich möchte noch gar nicht. Ey, weißt du was? Fick dich, ganz ehrlich. Das ist so behindert gerade. Oh, die Zeit, die wir aufnehmen, oder dein Problem im Spiel? Ey, ganz ehrlich, ich renne hier jetzt eine halbe Stunde rum und krieg hier nichts geschissen. Jetzt ernsthaft? Ja, die erzählen mir hier was, dass ich hier in diesen Scheißbereich gehen soll. Jetzt bin ich in diesen Scheißbereich, habe jede Ecke abgesucht und da ist nichts. Bist du dir sicher, dass du in der richtigen Ecke gegangen bist? Ey, ich bin im scheiß Galacta-Park, was willst du von mir? Hier leuchtet auch nichts. Ey, komm. Er dreht am Rad. Am Teller dreht er auch, ey. Warum? Du hast doch 3 Minuten, ne? Ran. Ja, in den 3 Minuten werde ich auch nichts mehr reißen können. Ah! Ruhig. Ruhig. Ruhig, Blaubrauner, genau. Ganz ruhig, mein Brauner. Ja, noch ein Digimon. Und es überlebt. Man merkt, wie angepisst du gerade bist, ey. Ja, das nervt einfach nur gerade. Weißt du, labert da mit mir. Ich soll ihn abholen und dann... Ey. Ey. Das geht so nicht. Ich bin so blöd, ey. Oh, ich bin echt so blöd, ey. Ich bin echt so blöd, ey. Das war Verschwendung pur gerade. Ich könnte mir schon wieder in den Kopf fassen. Das sind wieder so 20 Sekunden, die ich verschwende hier. Weißt du was? Ich gehe jetzt nochmal zurück. Leck mich doch. Na, das war vielleicht ein bisschen übertrieben, so weit zurückzugehen. Aber okay. Auch die Stelle im Spiel wird später auch noch scheiße werden, ey. Oh, das sag ich euch. Das ist ein Scherz! Das ist so ein Scherz! Erzähl! Galacta Park! Von wem Galacta Park? Ich muss auf Kulun 1 gehen! Das ist ein Scherz! Galacta Park ist. Also, als Galacta Park wurde benannt Kulun Level 3. Level 3 und nicht Level 1. Sag mal! Du rastest. Das ist nur ein Kackspaten-Spiel gerade, ne? Also. Er regt sich gerade richtig auf. Hab ich gerade. Nee, kann ich nicht. Scheiße, schade. Ah, wie soll ich aufholen, wenn so eine Scheiße passiert? Das frage ich mich auch. Oh Mann! Und das fragen nicht nur ich, das fragen natürlich auch die Zuschauer. Ach, es ist egal, ob ich gewinne oder verliere. Hauptsache Spaß dabei. Ich kann nicht vorankommen oder aufholen, wenn so eine Scheiße hier passiert. Du hörst dich gerade an, ey. Oh nein, ich glaube, ich weiß was. Nein, bitte nicht. Ja, ich wollte jetzt unbedingt eine Combo haben beim Baby-Digimon. Also die sind auch so stark, dass man eine Combo braucht. Hast du toll gemacht. Ja, mach die Defense runter, man könnte es auch angreifen. Arata, du bist ein Held vom Erdbeerfeld. Du bist so unfähig gerade. Ernsthaft. Das würde ich zu gern sehen, ey, echt. Was möchtest du sehen? Wer da so unfähig ist. Ja, der ist behindert! Weißt du, da ist ein Baby-Digimon vor ihm und er denkt, ach komm, wir müssen die Verteidigung schenken, damit wir es auch besiegen können. Ach das so, ja, das kenne ich. Wehe, ich habe jetzt kein... Da fliegen gerade die Fetzen, wir müssen den Fahrzeug beenden. Das ist doch behindert! Das ist doch ein schlechter Scherz! Ah! Lass uns bitte einfach das Ding machen. Ich heule gleich. Was ist? Kannst du gerade speichern? Ja, warum?
Ja, dann beenden wir jetzt den Part. Warte. Okay, dann beenden wir jetzt den Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, wir haben einen Daumen nach oben lassen, Kommentar schreiben und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye, zum Part mit mir, die DTMF1 und den Goku Senpai.